Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiel am Deckcheck. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Matthias. Hallo, servus. Und heute gibt es wieder ein Standard-Deck, aber natürlich gibt es wieder ein Combo-Deck, weil es der Matthias ist. Ja, es ist so kein klassisches Combo-Deck. Danke an den Dominik an der Stelle für die Deckliste. Soll einfach das Deck mir vorstellen. Fall schon auf, der Matthias stellt nur noch fremde Decks vor. Passt, es ist Chessgap. Meine eigenen stellt nur ein Highlander vor. Also, die sind aber dann auch Combo-Decks. Richtig. Es ist Chessgap Buccaneer. Genau. Es ist ein offensichtlich dreifarbiges, weirdes Deck. Es ist, ja, wobei, so weird ist es gar nicht. Also es ist einfach ein... Also wenn man die Combo nicht kennt, schaut es ur-weird aus. Dann schaut es weird aus, aber tatsächlich ist es einfach ein Control-Deck, das einfach einen Combo-Finish auch drinnen hat. Okay. That's basically it. Die Mana-Base ist dafür, das Standard ist ein bisschen interessanter oder weit gefächerter. Man hat 4 Plains, 2 Islands, 2 Mountains, also 8 Basic Länder. Genau, dazu 2 Fable Passage, die das Ganze aussuchen können. Genau. Man muss sagen, was das Deck so ein bisschen awkward macht, ist, wir haben es im Namen schon drinnen, Buccaneer. Der Buccaneer macht das Deck ein bisschen awkward, weil der Doppelrot den Mana-Kosten hat. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich ein blau-weißes Kontrolldeck, brauchen aber Doppelrot für die eine Karte. Ja. Jo. Schaffen wir schon, weil wir haben dann natürlich noch 12 Duels. Wir haben nämlich alles, was geht. 4 Hallowed Fountain, 4 Steam Vents, 4 Sacred Foundry. Genau, richtig. Also jetzt sind wir schon mal auf 10 rote Sourcen plus die Fable Passage. Dazu kommen noch 4 Tempel. Ja, plus die Mountains natürlich sind natürlich auch rote Sourcen. Ja, habe ich hier gemacht. 4 Steam Vents, Sacred Foundry plus Mountains sind 10. Ja, weil du hast 10 rote Sourcen. Und plus 2 Fable Passage. Ja, genau. Ja, es sind 12. Sind 12 rote Sourcen. Genau. Aber 10 plus 2. Ja, passt. Okay, 4 Tempel noch, ein Tempel of Enlightenment, ein Tempel of Epiphany und 2 Tempel of Triumph. Genau, richtig. Nochmal 3 rote Sourcen. Genau, richtig, das ist einfach nochmal aufgeteilt. Die Tempel werden mittlerweile in Standard fast in jedem Deck gespielt. Ja. Ich meine, außer jetzt in den Mono-Color-Decks. Mono-Rot-Argo nicht, ja, offensichtlich. Überraschung. ja, erlauben wir auch uns in dem Deck einfach unser Dasein eine Spur zu verbessern. Okay. Dann kommen wir gleich zu den Kreaturen und damit auch zur Combo. Wir haben einen Benthic Biomancer. Genau, wir haben 4 Stück Benthic Biomancer. Da muss man sagen, das ist der Vorteil unter Anführungszeichen von der Combo ist, es spielt nur eine Karte, die ein bisschen awkward ist außerhalb der Combo. Mhm. Weil Benthic Biomancer ist jetzt kein All-Star, aber ja, ich meine, er ist ein Early Jump Blocker. Wenn du ihn evolvest und kannst da adapten, ja. Diese Semigarde mit den lustigen Abilities, wenn du ihn adaptest. Wird er immerhin eine 2-2, das kann jetzt vielleicht mit zum Beispiel einem Rob of the Reach traden. Mhm. Gibt dir die Möglichkeit zu cyclen, also der ist jetzt nicht komplett useless außerhalb der Combo. Ja. Aber ich meine, unser nächster Freund, der Clint Buccaneer, den du auch 4-mal spielst, der zwar ein bisschen awkward ist, ist aber wenigstens 2-4. Genau, der ist 2-4, der blockt relativ viel, nämlich auch gegen Mono Rot. Ja. Hat er den Vorteil, die haben sehr viele von ihren Einser-Drops zum Beispiel, wenn sie gepumpt werden vom Rimrock Knight, haben trotzdem nur 3 Power. Ja. Das heißt, der ist schon eine gute Brickwall. Hat auch Haste, was zum Beispiel das Pressure von Teferi recht praktisch macht. Genau, ja, du legst Teferi bounce, sich das Buccaneer und weg ist er. Genau, richtig. Da muss man sagen, auch den Benthic Biomancer, wenn der gebounced wird, der kostet einen Mana, um wieder auszuspielen. Man kann die Ability vielleicht nochmal benutzen. Also die Pieces sind schon relativ gut. Das eine günstig zum wieder ausspielen, man kann die Ability nochmal benutzen. Der andere mit Haste pressure den Teferi dann relativ gut. Ja. Der Vierer Body, wie du gesagt hast, ist natürlich einerseits gegen Monorot recht gut, andererseits blockt zum Beispiel auch Nissa-Länder. Mhm. Also bei dem sind die Stats schon relevant. Was tatsächlich der Grund ist, warum wir ihn spielen, ist aber seine Ability, nicht die aktivierte. Die brauchen wir jetzt gar nicht besprechen, das passiert relativ selten. Man kann einen Schaden schießen, hallo? Ja, richtig. Aber also seine Ability ist immer, wenn du quasi eine Karte discardest, kannst du einen Schaden schießen auf den Gegner. Die aktivierte Ability ist, dass du eine Karte discarden kannst. Und für 2 Mana, aber nur wenn eine Karte ziehen, genau. Aber es ist nur wenn er angreift. Genau. Ja, genau. Was schon, ja. Ja, sehr eingeschränkt ist. Ja, es ist jetzt nicht das Relevante auf ihm. Ja. Gut, gehen wir gleich zur nächsten Karte. Genau, wir haben, das ist nämlich die, die uns fehlt, quasi um unser Combo zu verfolgen. Genau, wir haben 3 Heliod Sand Ground. Genau, richtig. Der jetzt auch in einem nicht sehr weißen Deck nicht so aufregend aussieht. Genau, richtig. Also es kann schon passieren, dass der mal aktiv wird, ist aber in dem Deck eher unwahrscheinlich und ist, was ich gesagt habe, der awkwarde Slot quasi. Also wenn du quasi nur den ziehst, ohne irgendwas von dem Rest deiner Combo zu haben, dann ist es ein bisschen blöd. Bisschen blöd. Dann spielen wir auch von dem nur 3. Genau, richtig. Dann haben wir auch da nur 3. Also jetzt haben wir unsere 3 Kreaturen, die wir brauchen. Erklären wir vielleicht kurz, wie die Combo funktioniert. Genau.
Du gibst mit der aktivierten Fähigkeit von Heliod, dem Clinthorn Buccaneer, Lifelink. Ja. Und wenn du jetzt entweder den Bantic Biomancer adaptest oder die Ability vom Clinthorn Buccaneer im Combat benutzt, um quasi diese Chain zu starten, schießt du mal einen Schaden. Brauchst du machst wieder noch. Du kannst einfach mit dem Glint-Buccaneer Oder du greifst an. angreifen. Ja, Genau, genau. ja. Genau, Und du machst greifst an. Damage. Machst Damage, triggerst damit die Ability vom Heliod, weil du Ja. Leben bekommen hast, kannst du eine +1/+1 Marke drauflegen. Die legst du jetzt auf den Bantic Biomancer. Der Der freut sich. freut sich, genau, lässt sich eine Karte ziehen und eine Karte discarden. Da freut sich der Buccaneer. Der freut sich der Buccaneer, der jetzt einen Schaden auf den Gegner schießt. Da freut sich der Genau, richtig, der triggert jetzt wieder und legt wieder eine Marke auf den Bantic Biomancer, der Der sich jetzt freut wieder sich von freut vorne. und die ganze Chain von vorne startet. Genau, und damit kannst du dann so viel Schaden schießen, wie du noch Karten in deiner Library hast. Ja. Was Muss man aufpassen, mehr als meistens 20 reicht. sind. Genau, richtig, der Normalfall. Dominik hat mir gestern oder was vorgestern geschrieben, so, er hat sich gerade selbst umgebracht, weil er nicht gecheckt hat, dass er nur mehr 19 Karten in der Library hat und da gehen nur noch 20 Leben. Bittere Pille. Also, Das es ist reicht meistens, aber nicht, also nicht 100% der Games. Wahrscheinlich reicht es, weiß ich nicht, 95% der Zeit. Ja. wahrscheinlich mehr sogar, aber ja. Aber, ja. Also, das ist Die die Combo. Combo, genau richtig. Okay. Die ja sehr cool ist eigentlich. Ja. Natürlich haben wir das Ganze jetzt noch weitere Karten, die das Ganze supporten. Du hast gesagt, wir sind eine UW-Shell, also haben wir natürlich auch zwei Dreamtrawler. Genau, richtig. Die können einerseits das Game natürlich alleine finishen. Andererseits sind die auch lustig mit dem Clinthorn Buccaneer, weil wenn du für den die Karten eskalierst, dann triggert der Clinthorn Buccaneer trotzdem. Also da protectest du deinen Dreamtrawler und schießt dem Gegner Damage. Abgesehen davon hat der Dreamtrawler Lifelink und er kann auch ohne Heliod die Combo starten. Genau. Was auch nicht Ja, relevant nein, ist. er kann die Kombo nicht Ah, nein, starten, weil weil du du die brauchst Marken Heliod nicht für die legst. Marken, Ja. ja. Also du kannst die Kombo nicht Nein, starten, aber aber du kannst, ja. das ist eine der Karten, wenn du Dreamtrawler und Heliod hast. Höhö. Ja, gut, dann schaut es schon ganz gut für dich aus, weil dann kannst du den Dreamtrawler fetter machen. Gut. Falls er das noch braucht. Ja. Dann haben wir natürlich Überraschung, wir sind blau-weiß. vier Teferi Time Traveler, Genau weil richtig. so eine lustige Karte, gute Interaktion und so. Ja, genau. Wir haben jetzt nicht so urviele Karten, die wir jetzt als Instant Speed spielen können. Dank dem sind vier. Ja. Kommen wir dann nachher dazu. Aber ja, ich meine, Der Gegner kann es halt auch nicht wir mehr und spielen jetzt das alle ist. schon lange genug gegen den und das ist einfach. Ja. Und vor allem du spielst ja Combo und du weißt halt, dass der Gegner nicht mit dir interagieren kann in der Genau. Combo. Plus es ist ein Tempo-Play, bounced Sachen, er nimmt Pressure von dir. Also Bla ja. bla 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 bla. Das Übliche. Zudem braucht man nichts mehr sagen, der nervt eh schon alle seit Ewigkeiten. Also ich glaube, Gut. wir sind alle froh, wenn der endlich aus Standard draußen ist. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Dann haben wir drei The Birth of Melitis. Genau richtig. Also jetzt kommen wir zu dem Teil, der einfach dieses klassische blau-weiße Control-Deck ist. Das fixt unseren Draw, indem es uns einfach Länder aus dem Deck zahlt, wie der Christopher das so schön sagen würde. Macht eine 0-4er Mauer, die uns defendet. Kann man die Karte runterlesen, Leben macht es auch noch. Ja. Das könnte dann aber allerdings wieder ganz gut sein mit dem Heliod, Ja. weil da darf man dann tatsächlich auch Marken legen. Also es sind schon so ein paar Karten eingebaut, die dir Leben geben, dass der Heliod zumindest ein bisschen irgendwas machen kann. Ganz cool ist zum Beispiel, wenn ihr die Mauer auf 1-5 aufbläst, dann blockt es schon relativ alles quasi Ja. und tötet dann im Combat auch was, anstatt nur dumm rumzustehen. Ja, das stimmt. Dann haben wir natürlich vier Omen of the Sea. Genau, richtig. Weil Kartra ist gut. Kartra ist gut, Enchantment sein ist auch gut mit einer Karte, die dann noch später noch kommt. Ja. Unseren Drauffixen mit Skrine ist auch gut. Passt. What's not to love? Dann zwei Banishing Light. Genau, Aus den unser. teilweise ähnlichen Gründen. Blood Removal ist gut. Genau, Removal ist gut. Vor allem Planeswalker Removal ist gut. Braucht man. Ja. Gut, da. Zwei Elspeth Conqueror's Death. Ja. Secret Lair, einer der besten Karten aus dem neuen Set. Ja. Das wird eh jetzt rauf und runter gespielt. Der zweite Modus protected eventuell auch unsere Combo, weil die Interaction Spells vom Gegner dann vielleicht zu teuer sind. Ja, ansonsten holst du die Und Combo vielleicht retour im dritten genau richtig, Modus. kann zum Beispiel einen Clinthorn Buccaneer oder so wieder Ausgraben. wiederholen. Ja, oder was die Dreamtrawler wiederholen und Marke drauflegen Auch ist auch immer ausreichend. gut. Ja. Ja. Dann die angesprochenen, also nicht angesprochenen, aber angeteasten zwei Thirst of Meaning, for Meaning für halt, es ist gut, ein Enchantment zu haben. Genau, da kannst du die Enchantments discarden. Das ist auch wieder eine Karte, die lustigerweise mit dem Buccaneer funktioniert. Weil wenn du das fürs First of Meaning Karten discardest, dann schießt der Buccaneer auch Damage. Ah ja. Also das ist schon immer so ein bisschen so diese kleinen Synergien in dem Deck, die mir sehr gut gefallen. Okay. Und da haben wir noch ein bisschen Removal. Wir haben zwei Deafening Clarion.
Genau, das ist jetzt der Vorteil von dem Deck gegenüber der blau-weißen Variante. Ich meine, die blau-weiße Variante kann das 4-Mana-Removal, spielt Shattered the Sky. Wir spielen schon das 3-Mana-Mass-Removal, Death of the Clarion. Ja. Plus, wir können mit dem auch Lifelink gegen, was gegen Mono-Rot jetzt nicht irrelevant ist, offensichtlich. Ja. Oder sonst auch im Damage Race ganz gut ist. Und dann haben wir noch zwei Time Wipe. Genau, richtig. Die Time Wipe haben, ich spiele die über die Shatter the Sky, weil die Time Wipe den Vorteil haben, falls du zum Beispiel einen Bendic Biomancer schon aufs Board committed hast oder einen Buccaneer, dass du die wieder zurücknehmen kannst. Ja, und der Heliod ist eh unkaputtbar, insofern genau, ist dem wurscht. Ja, wenn du Stream Trailer am Board hast, ja. Dann nimmst du den Gegner dort, dann nimmst du halt den zurück. Ja. Also, ja. Eh offensichtlich. Eh. Passt, dann sind wir schon beim Sideboard. Im Sideboard haben wir natürlich, weil wir sind rot, drei Bonecrusher Giant-Stomp. Ja, genau, setzen sich quasi eigentlich überall durch, wo du sie spielen kannst. Ja. Einfach diese Flexibilität aus Removal und einfach fetter Kreatur. Ja, also die Karte ist einfach in sich alleine Removal und Threat. Ja. Zwei Karten auf einmal. Also ja, Split-Karten sind immer gut und ja. Der Threat ist halt, der Threat alleine ist, also ist ja schon wirklich gut. Ja, drei genau. Mana, vier, drei mit du einer. Du legst einfach manchmal einfach, ja, passt. Hau ich dich halt weg. Ja, genau. Und du hast dann schon, also muss man sagen, man hat dann schon eine große Dichte einfach an so kleinen Scheißern, wenn man das so sagen kann, die den Gegner pressuren können. Also mit, ja, der Bendic Biomancer ist, wie gesagt, kein Held mit seinen eventuell zwei Bauern nach dem Adepten. Der Clinton Bucken ja auch nur zwei Bauern, aber der hat Haste. Ja. Dann hast du den Bonecrusher Giant auch noch, also das summiert sich schon. Ja, ja. Also du pressurest dann den Gegner dann schon auch mit deinen Du Fischen. Kannst den Bonecrusher Giant ja noch immer dem Gegner ins Gesicht schießen und anlegen. Ja. Da hast du schon mal zwei Damage gemacht, dann machst du ja, sechs Damage also mit das summiert Deck. Sich bei dem Deck ja. Dann schon. Dann hast du noch einen Dreamdrawler im genau, Sideboard. Richtig, wenn wir doch mehr in Richtung des Control-Decks schwingen müssen. Genau. Drei Aethergast, weil Rot-Grün noch immer ja, die meistgespielten Farben. Ja, Aethergast ist, glaube ich, jedem, der Standard spielt, das muss man nicht erklären, warum genau. Die Karte gut ist. Drei Disdainful Stroke, selbiger Grund, setzt ja. Sich auch in allen Formaten durch. Genau, richtig. Ist natürlich auch gegen gerade gegen das Mira unter Anführungszeichen, also gegen tatsächliche blau-weiße Control-Decks gut, mhm. Weil du einerseits Sachen wie eben Elspeth Conquest Death countern kannst oder ja. Auch mal ein Shatter the Sky gegen dich, weil wir doch einige Kreaturen haben mhm. Oder natürlich gegnerische Dreamtrawler. Ja. Und dann haben wir noch zwei Disenchant. Genau, richtig. Die waren in der ursprünglichen Liste nicht im Sideboard drinnen, nachdem aber das Lucky Clover Deck jetzt doch so prominent ja, vertreten das ist. Das war das größte, meistgespielte Deck auf der letzten Grand Prix. Mhm. Ja, das Thema, ist Thema auch, Clover. Ist auch ein saugutes Deck, habe ich auch selber gespielt. Ja. Und man möchte einfach Interaktionsmöglichkeiten dagegen haben. Nicht nur mit dem Lucky Clover, aber auch der Great Henge ist relativ mühsam zu schlagen. Okay. Dann hast du noch zwei Fry. Genau, richtig. Ja. Gegnerische Teferis rösten. ist immer gut. ist immer gut. Und ja. Noch das dritte Time Wipe im Sideboard sozusagen. Genau, richtig. Wenn du halt mehr gegen den Control-Bug gehen willst. Genau, mehr gegen den Control-Bug, mehr gegen so Go-Wise-Strategien. Mhm. Ja. Passt. That's basically it. That's Jeskai Buccaneer. genau, richtig. Ist einfach eine coole Variante von dem blau-weißen Control-Deck, das einen bisschen lustigeren Kill hat. Ja, also die blau-weißes Control-Deck, also wenn wir gerade vom Grand Prix gesprochen haben, ist ja beim letzten Grand Prix auch sehr wenig gespielt worden, eben weil es auch gegen Clover nicht so ein gutes Matchup ja. Hat und da mit dem so Combo-Kill kannst du einfach dann aus nichts heraus gewinnen, ohne dass du halt jetzt in Turn 70 mit deinem Dreamdrawler vielleicht mal gewinnen willst und das ist halt schon ja, cool. Also gerade gegen das Clover-Deck über Combat-Damage gewinnen ist relativ ultra mühsam ja. Die sind, also die rampen relativ lange in der Gegend immer dumm und sie können schon noch den Draw haben, wo sie dich schnell finishen, mhm. Wenn sie quasi das Last Struck Beast early ja. Haben und den Bonecrusher Giant, aber gerade gegen die Control-Decks ist es eher so, dass sie eben nicht auf den Plan geben, weil sie halt nicht sich overcommitten. Genau, weil sie um das Mass Removal herumspielen ja. Wollen und eher für diesen Late-Game-Grand-Plan gehen ja. Und dann kann man sie schon halt off guard catchen mit der Combo. Ja. Das auf jeden Fall. Cool. Matthias, danke fürs Vorstellen. Immer gerne. In dem Dominik, Fall. Danke nochmal fürs Deck. Genau, dem Dominik, danke fürs Deck. Euch danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr Kommentare und Videos hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter und Instagram erreichen. Ihr könnt es natürlich im Spiel am Wien antreffen oder im nächsten Video sehen. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen und ciao. Ciao. Ich weiß, das ist immer so schön mit diesem und Pause, wie du weißt. Ciao. Ich finde das Deck witzig. Ja, ich finde es auch lustig. Ich weiß nicht, ob es mega gut ist, aber ich finde es sehr witzig. Offensichtlich ist es nicht mega gut.